Es gibt drei Schwerpunkte. Das einmal ist Garzweiler 2, wird um die Hälfte halbiert. Und damit werden wir 5 Dörfer haben, die Zukunft haben und Orte der Zukunft werden dürften. Der ganze Raum, der damit gewonnen wird, wird auch der Landwirtschaft wieder zurückgegeben. Wir werden ein grünes Band um alle Tagebaulöcher haben. Und ganz wichtig ist, alle zahlen jetzt darauf ein, dass es schnell geht, dass wir schnell handeln können, weil der Strukturwandel, den wir für uns haben, dem wurde die Hälfte der Zeit ja genommen durch den Aufstieg von 2030. Und wir haben hier im Landtag jetzt mit der Leitentscheidung, mit dem Reviervertrag und mit der Veränderung der Fördersystematik eine Riesengeschwindigkeit hingelegt. Und somit kann die Region mit dieser Leitentscheidung heute anfangen, als Gesamtregion zu planen. Eine wundervolle Frage, weil ich glaube, da geht es darum, dass die Menschen, die jetzt 50 Jahre unglaublich viel erlebt haben, sie waren eine Energieregion, aber sie mussten auch viel dafür hergeben. Diese Dörfer haben jetzt irgendwie ein bisschen mehr Frieden, weil ihr Dorf nicht abgerissen wird. Sie mitgestalten können, was mit dem neuen Dorf passiert. Und wenn man mit den Menschen da spricht, sie sind einfach dankbar für diese Klarheit jetzt.